Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe und einer neuen Woche bei Finance TV. Heute startet die Zeichnungsfrist für eine ungewöhnliche Mittelstandsanleihe, denn das, was wir Ihnen heute hier vorstellen, ist keine klassische Anleihe, ist eigentlich auch kein klassischer Bond-Case. Es ist ein Unternehmen, das aus der Sanierung kommt und im Hintergrund mischt ein alter Bekannter Mini-Bond-Markt mit. Wir schauen mal, was das Unternehmen in der Vergangenheit erlebt hat und vor allem, was das Papier taugt. Mit dem CEO des Unternehmens, herzlich willkommen, Dr. Jens Gerhardt von Hanseyachts. Vielen Dank. Sie sind 2011 von Aurelius übernommen worden, einem Turnaround-Investor, einem Bekannten. Der hat natürlich auch gleich bei Ihnen zugeschlagen, weil die Sanierung im Gange war und auch verschärft werden musste. Ist die Sanierung jetzt 3 Jahre später abgeschlossen? Die Sanierung ist ungefähr nach 2 Jahren abgeschlossen geworden. Er hat ordentlich mitgemischt. Er hat also nicht nur finanziell eingestiegen, sondern auch mit Know-how. Es war ein ganzes Team von Spezialisten vor Ort, die ein halbes Jahr bis teilweise ein ganzes Jahr lang aufgeräumt haben. Also Spezialisten in ihrem Bereich, Lean Management, Einkauf und so weiter. Und wir haben die Firma saniert, damals 2011, 2012. Das Sanierungsprogramm ist nach 2 Jahren offiziell abgeschlossen worden. Und die Früchte sehen wir jetzt, die ernten wir jetzt. Aurelius ist ja kein unbekannter Markt für Mittelstandsanleihen. Das sind schon 2 Unternehmen aus dem Aurelius-Portfolio am Markt, die auch als fertig saniert galten. MS Deutschland, Berentzen. Der Berentzen-Bond läuft ziemlich gut. MS Deutschland hat eine sehr schlechte Performance gehabt. Man hat auch gesehen, dass die Sanierung nicht abgeschlossen war. Der Ruf ist also gemischt. Ist das eine Hypothek für Sie jetzt bei Ihrer Platzierungsphase? Darüber kann ich mich schwer. Das ist ein bisschen spekulativ. Ich denke, jedes Unternehmen steht da durchaus für sich selber. Wir haben unsere Zahlen geliefert und sind sehr sicher, dass mit unseren sauberen Zahlen und guten Geschäft da eine attraktive Anlage sein können für den Anleger. Reden wir über Geld. Sie haben die Zahlen schon erwähnt. Sie sind letztes Jahr zum ersten Mal seit 5 Jahren EBITDA positiv gewesen. Ganze 200.000 Euro, das ist noch nicht besonders viel. Wenn Sie die Anleihe voll platzieren, hätten Sie 1,6 Millionen Euro Zinsbelastung pro Jahr. Wie wollen Sie denn mit dem Finanzprofil über die Dauer Ihre Coupons zumindest mal bedienen? Ja, Sie müssen das Vorjahr sehen. Also nach dem ersten vollen Geschäftsjahr, das wir sanieren konnten, im neuen Besitz der Firma, haben wir schon eine 6 Millionen EBITDA-Verbesserung hingelegt. Also ein EBITDA-Swing, der schon sehr erstaunlich ist, finde ich. Und jetzt kommt das zweite Jahr, das wird natürlich ähnlich wieder abgehen. Wir haben inzwischen noch investieren dürfen in eine neue Welt, also in den Motorbootmarkt, der unsere Kapazitäten weiter auffüllt. Dadurch haben wir so unser kleines Privatwachstum noch nebenbei schaffen dürfen. Also ich denke, das wird sehr, sehr spannend für die Aktionäre und auch für die Bondzeichner. Aber im ersten Halbjahr sind Sie wieder EBITDA negativ gewesen und auch nicht so viel weniger als im Halbjahr davor. Wie gesagt, wir restrukturieren die vorhandene Firma mit den vorhandenen 5 Marken und sind da voll auf Kurs mit dem, was wir den Aktionären in der Hauptversammlung versprochen hatten und haben dazu noch einen Motorbootmarkt aufgebaut und haben natürlich jetzt die geplanten Verluste wieder von dem Neugeschäft drauf, weshalb wir ja auch überhaupt die Anleihe zeichnen müssen. Für die Investoren ist ja ganz entscheidend, welche Früchte diese Investitionen tragen. Wie sieht denn Ihr Businessplan aus? In den nächsten 5 Jahren kommen mindestens 8 Millionen Euro Zinszahlungen auf Sie zu, dazu 20 Millionen Euro Tilgung am Ende der Laufzeit, wenn Sie die Anleihe voll platzieren. Da muss einiges an Cashflow abfallen. Ist der vorgesehen? Kommt der wirklich? Das ist so vorgesehen. Also wir haben, wie gesagt, mit dem Anleihengeld, das brauchen wir nicht, um zu restrukturieren. Was wir jetzt brauchen, ist eine Investition in die Zukunft. Also der Motorbootmarkt ist ein Riesenmarkt, der 2,5-mal so groß ist wie der Segelbootmarkt und brach liegt für uns. Den wollen wir neu erschließen. Aber auch in einem angestammten Feld gibt es Lücken im Portfolio, die ein so EBITDA-schwaches und cash-flaches Unternehmen in den letzten 6, 7 Jahren nicht immer zu voller Zufriedenheit machen konnte. Also hier gibt es Lücken zu schließen. Hanseyachts ist ja eigentlich kein klassischer Bond-Case. Der Cashflow ist nicht da, wir haben es ja schon gesprochen. Das ist aber eine Story mit potenziell Upside, aber dann sollte man eher auf der Equity-Seite unterwegs sein. Es gibt auch eine Aktie, in die man investieren könnte. Das heißt, die Investoren, die Sie überzeugen mit Ihrem Plan, dürften ja eigentlich die Frage stellen, warum gehe ich dann nicht gleich in die Aktie und nicht in den Bond? Was haben Sie denn gemacht, um den Investoren den Bond schmackhaft zu machen, den Sie ja noch dringender brauchen für die Finanzierung als vielleicht einen steigenden Aktienkurs? Wir haben natürlich beide Instrumente schon benutzt. Also wir haben auch Eigenkapital, das immer zu 100% gezeichnet wurde, neu zeichnen lassen. Aber wir haben im Moment jetzt uns für den Bond entschieden. Es ist eine größere, ich meine, man hat das größte Teil ist Wachstum, Wachstumsfinanzierung. Es ist aber auch eine Restrukturierung der vorhandenen Finanzinstrumente dabei. Und wir würden mit diesem einen Schwung jetzt mal das Unternehmen da finanziell auf einfach saubere Beine stellen. Und das wird mit so einer Anleihe, die ja für eine Anleihe keine große Anleihe ist, für uns vielleicht als Mittelständler, aber eigentlich als Anleihe keine sehr große Anleihe ist, für uns natürlich eigentlich der richtige Wurf. Sie sind nicht, vorsichtig formuliert, das bonitätsstärkste Unternehmen, das wir am Minibond-Markt sehen. Nein. Aber zusammen mit Steubing haben Sie Ihren Bookrunner, haben Sie die Anleihen mit ein paar Dingen versüßt für Ihre Investoren, die ein bisschen vergleichsweise üppig sind für den Minibond-Markt. Sie haben recht
viele Covenants. Sie haben auch Sicherheiten in der Anleihe drin. Das sind natürlich die Markenrechte. Da ist natürlich die Frage, falls es schlecht laufen würde beim Unternehmen, ob die Markenwerte dann nicht auch im Wert dramatisch verfallen und es eigentlich, überspitzt gesagt, eine Pseudosicherheit ist für die Anleger. Wir sind natürlich ein Unternehmen, das sehr stark gewohnt ist, seinen Kunden Sicherheiten zu bieten. Also wenn Sie bei uns ein Schiff kaufen, das 1 Million oder 1,5 Millionen ist, dann liefern wir ja auch Vertrauen in den Kunden, dass wir das Boot bauen können. Später hat er das Vertrauen, dass er sein Leben und das seiner Familie uns anvertraut. Also wir sind das gewohnt, Vertrauen zu geben an unsere Kunden, an die wir weltweit haben. Und wissen, dass die Kunden, die 1,5 Millionen Boot kaufen, wahrscheinlich ein ähnliches Sicherheitsbedürfnis haben wie jemand, der viel Geld in einen Bond zahlt und dafür natürlich hohe Rendite erwartet, aber auch eine Sicherheitsbedürfnis erfüllt haben. Und deshalb sind wir etwas üppiger umgegangen mit den Sicherheiten, das stimmt. Also wir haben uns Covenant selbst auferlegt. Also wir haben eine Eigenkapitalquote genommen von 15%, die wir jeden Monat erfüllen wollen. Also am Ultimo jedes Monats. Das ist sehr ungewöhnlich, insbesondere für Unternehmen, die saisonal arbeiten, eine Kennzahl jeden Monat, Monat für Monat zu erfüllen. Ansonsten gibt es nach dem zweiten Monat ein Sonderkündigungsrecht. Wir haben natürlich die üblichen Sachen wie Führungswechsel und solche Sachen eingebaut. Aber wir haben als letztes noch gesagt, dass wir, wenn wir Ausschüttung machen, Dividenden machen, Überschüsse ausschütten, dass nur 50% ausgeschüttet werden darf. Einfach nur als zusätzliche Sicherheit für den Bondzeichner. Darüber hinaus gibt es Sicherheiten, ja. Unsere Marken sind sehr viel wert. Wir haben gute und werthaltige Marken, und die noch nie beliehen sind, anders als bei anderen Markenunternehmen. Das ist ja relativ üblich, Marken zu beleihen. Das ist ein Asset, das wir noch nicht beliehen hatten. Und das haben wir dann jetzt der Anleihe zur Verfügung gestellt. Das ist ein frischer Markenwert festgestellt worden von 11,2 Millionen. Ich denke, das ist ein Gesamtpaket, das sehr schmackhaft sein muss. Sie haben sich aber trotzdem dagegen entschieden, sich raten zu lassen. Eigentlich ist das Rating ja obligatorisch, wenn man an den Entry-Standard in Frankfurt geht. Sie sind börsennotiert, haben dadurch die Möglichkeit, darauf zu verzichten. Aber wenn das Paket so attraktiv ist, wieso haben Sie die Emission nicht raten lassen? Naja, wir sind, wie gesagt, Sie sagen es ja selber, wir sind börsennotiert, was für ein Unternehmen in unserer Größe schon sehr teuer ist und sehr anstrengend. Und wir sind seit Jahren sehr, sehr transparent. Man kann seit 2007 alles über uns nachlesen. Da gibt es keinerlei Zusatzinformationen und keinerlei Notwendigkeit, irgendwas reden zu lassen. Dann haben wir zum Schluss noch drei Fragen für Sie vorbereitet von Finance TV mit der Bitte für die Ja- oder Nein-Antwort. Die erste Frage: Wäre der Abschluss des Turnarounds gefährdet, wenn es Ihnen nicht gelänge, den Bond voll zu platzieren? Nein. Zweite Frage: Hat Aurelius den Plan vorangetrieben, an den Minibond-Markt zu gehen? Jein. Uns als Mittelständler mitgeholfen, so etwas möglich zu machen. Und die letzte Frage: Werden Sie in der Lage sein, die Couponzahlung ab dem zweiten Jahr aus dem freien Cashflow zu bedienen? Höchstwahrscheinlich. Wir sind gespannt, ob es klappt mit der Zeichnung. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Gerhard, bei uns bei Finance TV. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Am Mittwoch haben wir Pechtle-CEO Thomas Olemotz bei uns zu Gast. Mit Brei gefüllter Kasse macht er sich auf den Weg nach Nordamerika. Wir fragen, warum und was er da vorhat. Schauen Sie rein, wir würden uns freuen. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.